In diesem Video zeige ich euch, nein, nicht diesen Typ, sondern Kopfhörer von der Marke TrueFree. Was sie können, was sie taugen, ob sie klingen oder nicht, sagt euch gleich das Licht nach dem Trailer. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie gesagt, haben wir hier ein paar In-Ear-Kopfhörer zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen steht auch hier Werbung. Ja, und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar versprechen die eine Laufzeit von 30 Stunden. Das Case hat einen internen Akku von 5000 mAh. Wir sind spritzwassergeschützt. Ja, haben einen Touch-Sensor. Also damit kann man dann laut, leise und so weiter machen. Und natürlich Noise Cancelling. Noise Cancelling ist dafür gedacht, um die Umgebungsgeräusche zu filtern, also herauszufiltern, so dass man jetzt nicht unbedingt draußen die Autos hört und so weiter und so fort. Deswegen auch relativ gefährlich, nicht beim Fahrradfahren oder sonstigen Außenaktivitäten, wo es gefährlich ist. Also schön aufpassen. So, die packen wir jetzt mal aus. Ja, die kommen in so einer kleinen Verpackung. Stich gehalten in so schwarz Pappe. Ja, die machen wir jetzt mal auf und gucken wir mal, was hier alles so Schönes drin ist. So, zuerst mal, so ein kleines Päckchen ist noch vorhanden. So sieht es dann von innen aus. Schlicht und einfach. Reicht ja auch. Es geht ja um das Produkt, nicht um die Verpackung. Obwohl man ja sagt, das Auge ist mit. Ja. So, in dem kleinen Verpackung ist enthalten einmal so ein kleines Micro-USB-Kabel. Nicht unbedingt lang, aber ausreichend zum Aufladen. Dann haben wir hier noch Ersatzmuppel, die man dann auf die Kopfhörer setzt, falls sie mal zu klein sind oder zu groß sind oder abgeranzt sind oder wie auch immer. Dann kann man die dann tauschen. Ja, dann natürlich haben wir hier noch ein bisschen Umverpackung und natürlich den Quick Guide, also die Anleitung. Ja, das interessiert uns aber alles jetzt erstmal nicht, sondern uns interessiert jetzt dieses Produkt. Ja, kommt in so einem kleinen, schönen Kunststoffcase. Hier hinten ist dann der Ladeanschluss für USB-C. Ja, hinten steht nochmal drauf, dass CE geprüft ist, 500 mA Akku verbaut ist. Heißt, wenn die Kopfhörer dann nochmal aufgeladen zusätzlich. Ja, innen drin sehen sie dann so aus. Also relativ nice. In so einem Klavierlack gehalten. Sie sind auf jeden Fall magnetisch, wie man sieht. Wir fallen jetzt nicht raus. Ja, da sind die Teile. Sehr hübsch auf jeden Fall, sehen gut aus. Interessante Form auf jeden Fall. Das Case selber sieht dann, nachdem ich die entnommen habe, dann so aus. Ich weiß nicht, ob man es direkt sieht. Da sind dann hier die Ladekontakte, wo die Kopfhörer dann aufgeladen werden. Sind jetzt sehr leicht. Der Tragekomfort. Ja, Tragekomfort sehr gut. Ja, halten gut. Okay, und jetzt werden wir die mal verbinden. Aber ich glaube, die habe ich schon mal verbunden. Oh, nee, okay. So, Einstellungen. Tipp. Kurz, da muss man kurz hier die Taste halten, so, wie man sieht. So, dann blinkt das mal ganz kurz. Und nach dem Blinken erscheint dann im Handy erscheint dann ja die Kopfhörer TrueFree T1. So, jetzt hören wir uns mal den Klang an. Ja. Einmal rechts, einmal links. Ja. Mhm.
Also mit herunterstreichen wird es lauter oder nach oben streichen wird es leiser. Also unten streichen wird es leiser, nach oben nach lauter. Ja, der Tipp hält das System an. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob, auch wenn man sie jetzt ablegt, ne, die Funktion hat es jetzt nicht, also es integriert, es sind keine Sensoren, wie man es von den anderen Herstellern kennt. Vom Ton her muss ich sagen, echt geil. Sind zwar nicht übelst laut, könnten ruhig etwas lauter sein nach meinem Geschmack, aber wie gesagt, nach meinem Geschmack. Vielleicht ist euer Geschmack ein bisschen anders. Ich muss sagen, vom Klang, schön sauber, ausgebogen, der Bass ist gut, nicht zu viel davon. Die Höhen, ja, die Höhen, ja, sind auch gut. Ist ja jetzt nicht so, dass das übertrieben krächzt. Ja, das neue Cancelling. Ja, ist ein bisschen schwach, aber es ist vorhanden. Ja. Ja, mein kleines Fazit auf jeden Fall. Es sind sehr gute Kopfhörer. Falls ihr Bock drauf habt, die zu kaufen, unten ist der Link in der Beschreibung. Kosten so um die, ich glaube, 40 Euro. Müsst ihr mal selber gucken. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und ich muss dazu sagen, für 40 Euro bekommt man hier gute, solide In-Air-Kopfhörer. Da kann man echt nichts meckern. Klang top, Verarbeitung sieht hochwertig aus. Die ist nicht das allerbilligste Plaste. Heißt, wenn man sich jetzt Kopfhörer holen will für sich oder für seine Kinder zum Joggen und so weiter, würde ich sagen, kauft euch die, die sind gut. Für den Preis gibt es Schlechteres, viel, viel Schlechteres. Also wenn man bei Wish und so weiter so Kopfhörer kauft, die sind meistens grottenschlecht. Und meistens tun ja Ohren weh, der Akku hält nicht und die Verbindung ist Müll und so weiter und so fort. Deswegen lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen. Das ist jetzt auch nicht so die Welt, 40 Euro. Ich denke mal, die werden auch eine Zeit lang gut halten, wenn man ordentlich damit umgeht. Ja, von meiner Seite her, top. Schöne Kopfhörer, schöner Klang. Kann man kaufen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen rauf, abonniert den Kanal und ciao, bis zum nächsten Testvideo.